Es ist mal wieder Zeit, Danke zu sagen. Danke an das Team Hygiene, das sich zusammengesetzt hat, um auszuloten, wie wir am besten Menschen wieder in die Kirche lassen können, wenn wir Gottesdienst feiern. Das ist gar nicht so einfach, denn man muss ja Abstände einhalten und man muss aufpassen, wie und wo wer reinkommt und wer neben wem sitzen darf. Da ist zum Beispiel nicht einfach so, dass man sagen kann, 1,5 Meter zwischen allen Leuten, denn wenn Familien zusammenkommen oder Menschen, die in einem Haushalt zusammenwohnen, die dürfen natürlich zusammensitzen. Also gilt das zu bedenken. Wo kann man sich die Hände waschen? Wo desinfizieren? Wann muss man eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen? Vielen Dank an dieses Team, die sich die Gedanken gemacht haben, sodass wir, wenn gar nichts Schlimmes jetzt noch dazwischen kommt, am 7. Juni wieder starten können mit unseren Gottesdiensten in kleinem Rahmen, mit sehr begrenzter Personenzahl, aber in unserer Kirche. Darauf sind wir sehr gespannt und freuen uns darauf. Vielleicht kommen Sie ja auch.